Und da sind wir wieder bei Pokémon Smaragd. Im letzten Part sind wir Richtung Malvenfrost City aufgebrochen und haben einen Rivalenkampf gehabt gegen Briggs, dessen Reptin uns sehr viel angetan hat. Und wir haben von ihm den Detektor erhalten. Damit können wir nun unsichtbare Items aufspüren. Und was ist denn hier los? Ein Doppelkampf. Okay. Gegen einen Gitarristen und einen Pokémon-Sammler. Ein Lombero und ein Fritzblitz. Ja, ja, die Gitarristen haben meistens Elektro-Pokémon. Aber gegen... Vor allem wenn man das so anzieht, die Farben von Lombero zu Fritzblitz. Sprung auf Lombero und Lebensschutz auf Fritzblitz. Ey, und Morabel ist schneller als das Pokémon. Zum ersten Mal! Hi! Sehr schön. Und noch ein Voltoball. Okay. In diesem Part werden wir auf jeden Fall Malvenfrost City erreichen. Und vielleicht gehen... Ich bin gerade am überlegen, ob wir als erstes Malvenfrost City erkunden sollen oder in die Arena gehen. Ich werde mir auf jeden Fall bis dahin noch überlegen, was wir machen. Was ich noch tun sollte, ist Filz an erster Stelle zu tun. Wieso setze ich Heule ein? Wieso setze ich Heule ein? Das habe ich mich verklickt. Das war meine eigene Schuld. Ich wollte eigentlich Tackle einsetzen. Aber wenn du jetzt triffst, Morabel, dann bin ich stolz auf dich. Oh. Nein. Das ist natürlich paralysiert. Dann halt so. Dann halt so. Und Level 23 für Morabel. Denn er ist immer noch auf 30 unten. So. Was Sammeltrainer, Rufeinträge. Zisch mal ab. So. Nils. An erster Stelle. Sieht man, das Röttchen hat mich auseinandergenommen. Was ist denn das? Ist das, das ist der Radweg. Wir haben übrigens hier einen Radweg über uns im. Ich wollte doch den Doppelkampf, kein wildes Pokémon. Schlucht. So. Gib mir den Doppelkampf. Mal gucken, ob ich jetzt noch mein Nils vor der Arena auf Level 23 bringen kann. Abron ein Magnetilo. Ich setze Kopfnuss gegen Abrein. Den Schuss gegen Magnetilo. Magnetilo hat nicht, wie man denkt, die Fähigkeit Schwebe. Das ist auch eins der Pokémon, die
die mal einen Typwechsel hinter sich haben. Der Magnetilo war in der ersten Generation nur Elektro, wurde aber mit dem hinzugefügten Stahltyp aus der Generation 2 zu einem Stahl-Elektro-Pokémon. Mal gucken, wie viel EP Knells noch fehlt. Also auf jeden Fall, dass wir hier auf der Route noch einen Angler haben. Und dieses Item ist dann Elixier. Füllt die AP einer Attacke, glaube ich, um 10 wieder auf. Und ich voll kein wildes Pokémon. Ich muss echt einen Schutz kaufen. Aber ich vergesse es immer. Ein volles Grasbüschel. Kommt noch ein Mirabla. Entwickelt sich zu Giflor. Oder erst zu Duflor, dann zu Giflor. Oder zu einem Blubella. Je nachdem, wie man es sich entwickelt. Ein Angler mit 4 Pokémon. Die Knills gerne übernehmen würde. Mega Sauger. Braucht auch ein paar KP wieder. Aber man darf nicht vergessen, Tentacha ist auch ein Gift-Pokémon. Wassergift kann auch eine Menge einstecken. Und auch eine Menge auszahlen. Und wie es ist, sagt nicht, dass er nur Tentachas hat. Müssen wir sowohl Headbutton mit einem Kopfnuss. Nein, ein Balmer, okay, das kann ich auch sagen. Balmer entwickelt sich zu Violet und es hat. Ein Violet hat einfach so viele KP. Wenn du da einmal so low life bist und eine Gigasauger das One-Hit, du bist einfach full life. Also sieht man sich. Aber es ist knapp 30 KP bekommen. Allein weil ich so viel abgezogen habe und das auf Level 14. Okay, jetzt habe ich Level 23. Noch ein Walmer. Als es schön war. Ein weiterer Megasauger. Und kommst du in den roten Bereich? Ja. Und eine Kopfnuss. Und ein Kopfnuss. Ja. Und das ist auch schlecht gemeint. Ja, mein. Okay. Damit soll es sich Knills nun entwickeln. Und damit sind wir, glaube ich, die zweite Entwicklung in, während der Aufnahme. Weil einmal hat sich der Trassler außerhalb der Aufnahme zu einem Kirlia weiterentwickelt. Bei einem Offscreen-Trend. Und damit haben wir nun einen Karpilz. Ein Pflanzen-Kampf-Pokémon. Das versucht Tempo zu erlernen. Ist eine Prioritätsattacke. Lerne ich ihn. Und hier haben wir noch mal 3 Bären. Nanabäre. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die mal Nanabäre macht. Es gibt aber natürlich auch IV-Bären. Was die den Angriff zum Beispiel erhöhen oder was auch immer. Halt die des einzelnen Stats erhöhen. Und die Nanabäre
macht nichts. Sie ist einfach nur da, um Pokémon zu machen. Okay. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist recht und billig. Naja. Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle auf Pulle den Radweg entlang zu düsen? Vielleicht. Auf dem Radweg sind natürlich auch noch Trainer. Und ich will als erstes mal das Item haben. Ein X-Tempo. Auch ein Kampf-Item. Ist natürlich, wie das Item schon sagt, die Initiative erhöht. So ist ja aber erstmal meine Pokémon heilen lassen. Ich guck mal kurz, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, wir sind schon bei der Hälfte angekommen des Parts. Dann würde ich sagen, oh, wen haben wir denn da? Och, bitte, Onkel, bitte! Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte, darf ich bitte? Nun hör mal auf, Heiko. Seit du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Trassler kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi, Maike. Da wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Maike, ich möchte von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. Maike, bitte kämpfst du gegen mich? Ja, okay. Und das ist unser erster Kampf gegen Heiko. Und er hat immer noch sein einziges Pokémon, nämlich das Trassler, das er gefangen hat auf Level 16. Aber da er sich nicht Kraftwitz kämpfen, da es eine Schwäche gegen Psycho-Pokémon hat, da lass ich lieber Fitzwitz kämpfen und er will mich nerven mit einer Doppelteam irgendwie. Versucht es gleich wie ich beim Arena-Leiter von Fasterhafen. Scheitert aber. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Maike, herzlichen Dank. Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man besitzt sich einfach nur Pokémon und lässt sie kämpfen. Um ein richtiger Trainer zu sein, braucht es mehr. Heiko. Heiko, du brauchst deshalb nicht zu niedergeschlagen zu sein. Was hältst du davon, stärker und stärker zu werden? Nichts. Komm, gehen wir nach Hause. Da warten schon alle auf dich. Maike, mit der Mann ist so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Warum besuchst du uns nicht irgendwann in Wiesenflur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Ja, das können wir machen. Und wer ist denn da schon wieder? Hey, ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesem Jungen von Heiko, oder? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und beeindruckend besiegt. Ja, yeah, das ist es, was Pokémon-Kämpfe ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feuere dich an. Okay. Dann machen wir vorher was anderes. Nämlich nicht gegen die Trainer her versuchen zu kämpfen. Kein Trainer. Nämlich hier als erstes zum Haus. Zu diesem Haus. Hallo, ich hab's, du bist ein Reisender. Was hältst du davon? Du trittst mit deinem Pokémon gegen alle vier Familienmitglieder hintereinander an. Das nenne ich Kampfgeist. Ich mag dich. Das ist, wenn wir hier Familie komplett besiegen, bekommen wir nämlich ein Item, das ich unbedingt haben möchte. So muss der jetzt unbedingt einen Schwall hier auf erster Stelle haben. Sollte aber schnell erledigt sein durch einen Pokémon-Sprung. Ja. 22 für Fritzelblitz. Sehr schön.
darfst. Okay, da darfst du mal ran, Karpelz. Endlich hast du mal einen Gegner gefunden. Oh, das Ding. Ein Tempo-Hieb. Wie schon gesagt, eine Prioritätsattacke vom Typ Kampf ist sehr effektiv gegenüber Normal-Pokémon. Und damit haben wir nun den Vater besiegt. Hey, ihr, ich hab einen starken Trainer gefunden. Oh, da kommt die Mutter. Oh meine Güte, bist du jung. Du musst ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Die Siegers. Ein Roselia. Ach, da lass ich... Da lass ich Kirja in Vortritt. Ich sag euch. Oh, ich bin mal nicht vergiftet. Was ist denn da los? Oh, bist du... Roselia überlebt aber ganz, ganz knapp. Und es pusht seinen Spezialangriff. Aber das ist auch eine Sinnoh-Werfer, das aber eben nicht viel bringen. Obwohl, das ist schneller als ich. Und es zieht eine Menge an Färben. Roselia kann man erst ab der vierten Generation richtig gebrauchen, denn erst ab der vierten Generation hat es eine letzte Entwicklung, nämlich Roserade. Und die ist dann um einiges noch mal stärker als Roselia. Stärker als Mami? Wow! Aber ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich. Und bis zur dritten Generation hatte auch Roselia nur ein einziges Pokémon, ohne überhaupt eine Entwicklung zu haben. Denn der Knospi und Roserade kamen beide erst in der vierten Generation dazu. Womit es erst dann ab der vierten Generation überhaupt dann richtig zu gebrauchen war. Level 24 für Kapels. Ein Kamaub. Das ist das perfekte Opfer für Morabbel. Ein Feuer-Pokémon. Und wie ist das jetzt? Ich tacke rein. Never mind, das war ein Volltreffer. Oh Gott, das hat schon wieder... Ah. Und dann knallt's noch. Ah komm, Kirlia hier. Weil ich gerade so nett bin. Bekommst du noch ein paar EP. Muss ich ja auch mal zu langsam zu einem Gardevoir entwickeln. Das dauert aber jetzt für dich noch ein bisschen. Zum Glück gegen die Stachelspore daneben. Das ist gemein! Oma! Okay, eine schlechte Verlierer. Wie konntest du nur mal Lehrkling zum Weinen bringen? Schäm dich! Dafür werde ich dich in Grund und Boden stampfen. Mach dich auf was gefasst! Okay. Ein Meditier. Aber was kann ich dafür, wenn es so ein Holzhus ist? Scanner. Das schützt sich selbst. Wow. Kopf. No. Zweimal hintereinander trifft Scanner. Das genaue Schutzschild eigentlich attacken, wo nicht zweimal hintereinander treffen sollte. Danke. Wenn es sich allzu eilig hast, versuch uns doch mal wieder.
Ja, und bevor ich den Part jetzt dann gleich beende, hol ich mir das Item hier ab. Ja. Hier. Ein Macho-Band. Und damit sage ich Dank fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, kommentiert unter das Video und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Smaragd. Ciao!